Hallo zusammen und willkommen zu einer neuen Folge Cat Quest. So, eine Gruppe seltsamer Bewohner hat uns gebeten, Fleisch aus Höhlen zu holen, denn sonst essen sie uns. Und wir haben gesagt, okay, das ist eine Höhle. Beseitigen wir alle Monster. Wir brauchen das ganze Fleisch. Okay, machen wir. Level 10 Höhle. Easy peasy. Hoffe ich, denke ich. Wer weiß. Ich hoffe. Ich glaube schon. Warum nicht? Dürft schon hinhauen. Okay, das Seeloch. Besiegen wir mal alle Monster hier. Yeah. Weggebombt. Das macht tatsächlich echt sehr viel Spaß, dieses Kampfsystem. Das gefällt mir mit dieser Magie und diesem Zuhauen und diesem Wegrollen. Au. Tatsächlich echt sehr amüsant. So. Unsere Ritterrüstung ist ja jetzt auch noch besser geworden. Das heißt, wir haben noch mehr Rüstung für Ritter. Ausgezeichnet. Oh mein Gott, was seid denn ihr für dicke Dinger? Die haben wir noch nicht gesehen bis jetzt. Okay, die machen seltsame Sachen. Die sind auch echt stark. Aber nicht stark genug. Bam. Geben auch sehr viel Erfahrung, die Kerle. Heilen die sich oder was machen die da immer mit dieser lila Zahl? Wahrscheinlich schon heilen. Das sollte ausreichen. Machen wir uns auf den Weg zurück. Okay, aber erst. Loot. Oh, was ist denn das? Der Knappenhelm. Okay, der ist neu. Wartet mal kurz. Gesundheit. So. Mehr Magie, dafür ein bisschen weniger Rüstung. Ich verstehe, das ist so ein Kompromiss zwischen Magie und Rüstung, das Ding. Finde ich ganz gut. Ich meine, dafür, dass der so niedriglevelig ist, ist das schon ganz cool. Ist ein guter Deal. Ich glaube, den ziehe ich an. Haben wir auch die knappen Rüstung, weil das passt so gut. Ne, das ist die Ritterrüstung. Wir haben noch keine knappen Rüstung. Die knappe Knappenrüstung. Na gut, weiter geht's. Bringen wir den Zombie-Katzen ihr Fleisch. Mein Gott, der ist so groß. Naja. Hallo. Ihr Fellknäule, habt euch vermehrt. Fleisch, gib's uns, nimm Belohnung. Yay, Ritterschwert. Miau, hier drüben. Jetzt muss ich mal kurz das Ritterschwert angucken. Das ist sehr stark, aber dadurch verliere ich natürlich auch viel Magie. Logisch. Ist aber sehr stark. Nur mal schauen, wenn es ein bisschen hochleveliger ist. Ich bin Red, die einzige Stadtkatze, die noch bei Verstand ist. Hör auf, ihnen Fleisch zu geben. Doch, aber sonst fressen sie meinen Katzenkollege hier. Wir müssen sie dazu bringen, wieder normal zu werden. Es fing alles an mit diesem Händler. Aber wenn das meinem Katzenkollege das Feld rettet, dann machen wir's. Ich lass mir was einfallen. Schaut wieder auf der Tafel nach. Oh, Level 13. Cool. Ich will auf die Tafel gucken. Danke. Level 16. Ein bisschen hoch. Laufen wir mal weiter. Richtung Quest. Guck mal, da oben ist eine neue Stadt. Mit neuem Magierladen. Da gehen wir jetzt rein. Was haben wir denn hier? Für gerade mal 50 Gold ein Schnäppchen. Heilende Tatze, um deine Wunden zu verschließen. Her damit. Ausgezeichnet. So, wartet mal, lernen wir gleich. Auf LT kann ich mich jetzt heilen, muss ich mir merken. Oh, verbraucht viel Mana. Aber gut, klar. Heilzauber sind natürlich mächtig und teuer. So, der seltsame Talisman. Jetzt schaue ich mal kurz auf die Karte. Weil unser Ziel ist schon noch weit weg. Da macht Sinn, noch ein bisschen hoch zu leveln. Dann machen wir das seltsame Talisman noch hier. Du nimmst einen seltsamen Talisman von der Übersicht. Bauern, was ist das für ein seltsamer Talisman? Sie ignorieren uns. Sind sie alle verzaubert?
Hallo? Zeig mal den Talisman. Speary fliegt neugierig um den Talisman herum. Ich kann eine magische Spur sehen. Sie sollte uns zu dem führen, der das getan hat. Okay. Ich habe mich gerade versehentlich geheilt. Wollte ich gar nicht. Aber macht ja nichts. Oh, Gold. Gold im Wald. Wenn auch nur eins, aber immerhin. Über die Pussy-Ebene. Ach, guck, da können wir noch ein bisschen Geschichtsstein hier lesen. Ein Monument. Schau, da steht eine Inschrift drauf. Die alten Meister, unsere Götter, machten uns nicht nur das Geschenk der Sprache. Sie brachten uns auch mehr von ihrer Art bei. Ich frage mich, ob es noch mehr davon gibt. Ob CatQuest in der Zukunft spielt, in einer postapokalyptischen Welt, in einer postpostapokalyptischen Welt, in der die Menschen ausgestorben sind, aber die Katzen, die von den Menschen alles gelernt haben, haben ihre Kultur übernommen oder so. Vielleicht. Wäre cool. Ah, was haben wir denn hier? Ein seltsames Zeichen auf dem Boden. Es sieht genauso aus wie der Talisman. Die magische Spur endet an diesem Zeichen. Warte eine Minute, ich höre Monster. Au. Zeig das Zeichen nochmal. Oh, Götterkatzen, wo kommst du denn her? Talisman. Muss haben Talisman. Sie ist echt freakig. Pass auf, Katzenkollege. Auf was soll ich denn aufpassen? Gib mir Talisman. Gib mir Talisman. Sie will den Talisman, den wir in der Stadt gefunden haben. Gib ihn ihr nicht. Wirf ihn ins Wasser. Miau! Was war denn das für ein verrücktes Symbol? Wie sind wir beide hierher gekommen? Warum kann ich mich an nichts erinnern? Oh Götterkatzen, ich brauche eine Pause. Ich glaube, jeder, der das Symbol sieht, wird dem Talisman folgen. Jemand lockt Kätzchen in diesen unheimlichen Ort oder so ähnlich. Wir müssen herausfinden, wer dahinter steckt. Schauen wir uns in der Stadt das nächste Mal genauer um. 1000 Erfahrungspunkte. Level 15 Höhle. Bisschen hoch. Ah, den Fluss können wir wieder nicht so einfach überqueren. Wir sind wieder genau falsch gelaufen. Verschwinde Firefox. Ah, Firefox. Das macht Sinn. Das könnte wirklich sein, oder? Dass das eine Anlehnung an Firefox ist. Den Browser. Was aussieht wie ein bisschen der Firefox-Avatar. Müsste man mal gucken. Was haben wir denn hier? Katzenminze-Kur. Ach, schon wieder Katzenminze. Her damit. Ist das nicht seltsam, dass die Stadt vollkommen leer ist? Und trotzdem gibt es eine Quest an der Questtafel. Miauz bitte, meine Schwester ist so krank. Kann uns denn niemand helfen? Schauen wir uns mal um, was die Bauern so brauchen. Oh, Katzenabenteurer, seid ihr wegen der Quest hier? Bitte, meine Zwillingsschwester ist so krank. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Bauer, hab keine Angst. Deine Retter sind hier. Katzenminze, bitte finde Katzenminzekraut. Es kann alles heilen, ich weiß es. Es muss etwas nahe der Berge östlich von hier geben. Bitte beeilt euch. Ich weiß nicht, wie viel Zeit uns noch bleibt. Östlich von hier. Ist zufälligerweise eh mein Weg. Nimm das! Verdammt, jetzt wurde ich doch noch getroffen. Au. Die sind stark hier, Mensch. Die sind hier echt stark. Vorsichtig. Oh, das war knapp. Wow, ich sollte nicht so weit nördlich gehen. Oh, Level 14. Ausgezeichnet.
Oh, kleine Drachen. Oh, daneben. Puh, harte Gegend hier. Ah, das muss der Ort sein, aber wo ist die Katzenmünze? Oh nein, wappne dich, ein Hinterhalt. Oh, gemein, dass die gleich voll mit ihren Blitzen starten. Geben mir gar keine Zeit zu reagieren. So. Oh nein, die Monster sind auf der ganzen Katzenmünze herumgetrampelt. Lass uns schnell wieder zurückgehen. Vielleicht fällt uns ein anderer Plan ein. Okay, aber vielleicht gehe ich erst in die Höhle da. Level 25! Nein, wir gehen nicht in die Höhle da. Ein Moment, hä? Wo sind wir? Ganz woanders, aber hier ist anscheinend auch Kids Schmiede. Die ist anscheinend überall. Ist das wirklich dieselbe? Ja, KitKat. Wie machst du das? 5000 für die große Kiste. Wir haben jetzt 1100. Wisst ihr was? Ich glaube, das sparen wir uns zusammen. Ich will die große Kiste einmal öffnen wenigstens. Ein einziges Mal. Bitte. Nur einmal. Da oben steht ein Magier. Okay. Haltet euch von den Zwillingsstädten fern. Das ist eure letzte Warnung. Was in aller Welt? Miau, das ist ein echt hoher Berg. Hey, das müssen wir uns näher anschauen, um zu sehen, was wir... Ah, guck mal, der sieht aus wie eine riesige Katze, der hohe Berg. Ha, lustig. Okay. Die Tür öffnet sich krächzend und zeigt ein vor langer Zeit verlassenes Haus. Wo sind die Bauern? Wir können uns das doch nicht alles eingebildet haben, oder? Falls wir Zeit haben, sollten wir uns die Stadt auf der anderen Seite ansehen. Ah, die Zwillingsstätte. Seht ihr das? Zweimal die gleiche Stadt am gegenüberliegenden Flussufer. Und hier sind Geister. Und auf der anderen Seite Kleister. Und dann kommt der Meister und sagt, hier geht's nicht weiter. Hä? Na gut, gehen wir zur Zwillingsstadt, wenn sie schon auf unserem Weg liegt. Da können wir auch mal kurz ein bisschen schlafen. Nacht. So, morgen. Schauen wir mal. 10. Die Katzenminze-Kur. Nochmal. Miaut, bitte, meine Schwester ist so krank, kann uns denn niemand helfen? Warte mal kurz, das kommt mir alles furchtbar bekannt vor. Schauen wir uns das mal genauer an. Oh, Katzenabenteurer, seid ihr wegen der Quest hier? Miaut, bitte, meine Zwillingsschwester ist so krank, ich weiß nicht, was ich tun soll. Und lass mich raten, du brauchst Katzenminze. Bitte finde Katzenminze-Kraut. Es kann alles heilen, das weiß ich. Es muss in der Nähe der Berge östlich von hier wachsen. Ihr müsst euch beeilen. Ich weiß nicht, wie viel Zeit ihr noch bleibt. Ich mag die Quests in dem Spiel. Die sind überraschend cool und mysteriös und nett. Irgendetwas scheint hier nicht in Ordnung zu sein. Das hier ist genauso wie beim letzten Mal. Und falls ich mich nicht irre, geraten wir gleich in einen Hinterhalt. Wenn wir uns aber da drüben verstecken, dann könnten wir stattdessen auf die Monster springen. Okay, was? Auf die Monster springen? Jeden Moment. Jetzt ist die Katzenminze nicht zertrampelt, stimmt's? Ah, ich bin ein wahres Genie. Und schau, diesmal wurde die Katzenminze nicht zertrampelt. Du pflückst Katzenminze-Kraut. Perfekt, gehen wir schnell zurück in die Stadt. Drache!
Take that! Ich sagte euch, dass ihr euch fernhalten solltet. Wo sind die Bauern? Arbeitest du für Drakoth? Nimm dies und komm nie wieder zurück. Das ist die letzte Warnung. Geheimnisvoller Hut. Jetzt bin ich mir ganz sicher, diese Stadt ist ein Spiegel der anderen gegenüberliegenden Seite. Das hier ist ein mächtiger Fluch. In der Stadt auf der gegenüberliegenden Seite sollte das nächste Puzzleteil zu finden sein. Sehr gut. Level 15. Und einen neuen Hut haben wir bekommen, der sehr stark für Magier geeignet ist. Aber vielleicht nicht so stark, aber dafür schwach in jeder anderen Hinsicht. Also wenn man sich zum reinen Supermagier machen will, ist das die richtige Wahl. Mir gefällt meine Mischform aber eigentlich ganz gut. Viel Rüstung und trotzdem starke Magie. So, mal gucken. Level 15. Perfekt. Der Albtraum. Jetzt will meine Schwester nicht mehr aufwachen. Bitte helft uns. Das kann uns weitere Einsicht in diesen Fluch verleihen. Also los. Oh, Katzenabenteurer, ihr seid zurück. Die Katzenminze, die du gebracht hast, hat meiner Schwester sehr geholfen. Vielen Dank. Aber wir haben nicht... Das Fieber meiner Schwester scheint abgeklungen zu sein, aber sie wacht nicht mehr auf. Sie dreht sich im Schlaf hin und her und spricht von einem Ritter. Miaut, bitte, ihr müsst uns helfen. Klingt ganz nach dem Tun eines Gespensts. Manchmal dringen sie in Träume ein und verhindern, dass der Schlafende aufwacht. Zum Glück hinterlassen Gespenster einen starken Geruch. Dem Geist, wie ich, folgen wir der Spur. Genau, was auch immer. Los geht's. Ja, waren wir schon in der Stadt? War ich schon hier? Ja, hier haben wir den Heilzauber gelernt. Okay, ich erinnere mich. Gut, dann folgen wir weiter der Spur. Oder lesen wir da oben schnell. Die Steintafel der alten Meister. Ein Monument, mal schauen, was draufsteht. Die alten Meister und die Drachen kämpften viele Jahre lang. Bald wurden sie die Drachenkrieger genannt. Ich frage mich, ob es noch mehr davon gibt. Ich bin mir fast sicher, dass es noch mehr davon gibt. Okay, das sieht so aus, als ob das Gespenst in der Höhle ist. Um einem Gespenst wirklich zu vernichten, musst du es selbst und all seine Diener vernichten, verstanden? Ja, alles kaputt hauen, wie immer also. Gut. Sind das die Diener? Bist du ein Diener des Gespensts? Dann stirb. Und du auch. Au, hörst du auf. Erfahrung, Erfahrung. Oh Gott, was bist du denn? Ein Eisdrache. Au. Komm her. Sehr gut. Ich wollte ein bisschen Mana sammeln, damit wir uns heilen können. Deswegen habe ich so vorsichtig rollend gekämpft jetzt. Und? Oh, sehr gut. Unser Helm wurde verbessert. Den haben wir gar nicht mehr auf. Aber ein Helm wurde verbessert. Gut. Oh mein Gott, wer bist du denn? Irgendwie ist ja mein böses Gegenstück, oder? Fantastische Arbeit. Ich habe mir... Aber der sah aus wie der Helm aus der anderen Quest, oder? Ob die sich sogar überschneiden? Ich denke, wir konnten dem Gespenst jetzt auf Nimmerwiedersehen sagen. Wie auch immer, machen wir uns schnell auf den Weg zurück. Die Schwester der Bauern sollte, des Bauern sollte jetzt wieder fit sein wie ein... Katzenknäulchen im Sommer. Oh, Schlüsselkiste. Ich hasse Schlüsselkisten. Wo kriege ich Schlüssel her? Gib mir Schlüssel, verdammt. Ich will Schlüssel. Naja. So, bevor wir jetzt die Quest aber abgeben, müssen wir jetzt leider kurz Pause machen. Beim nächsten Mal geben wir die Quest noch ab. Bis dann. Ciao.
danke fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Liken und abonnieren bitte nicht vergessen. Und wenn ihr den Kanal noch weiter unterstützen wollt, schaut doch bitte auf patreon.com/lsbr vorbei, wo ihr den Kanal schon mit einem kleinen Betrag im Monat unterstützen könnt. Und schon ab einem Dollar erhaltet ihr Zugriff auf exklusive Let's Plays nur für Patreons. Danke und ciao.